Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial für Train Driver 2. Wir widmen uns heute dem Multiplayer, im ganz speziellen dem Zugfahren im Multiplayer. Ich habe da gesehen, da haben ein paar Leute noch sehr viele offene Fragen, machen auch diverse Sachen falsch. Und ich dachte, jetzt gibt es hier mal ein Grundlagentutorial, wie spiele ich denn richtig im Multiplayer, was muss ich beachten. Und dann solltet ihr damit einen besseren Start soweit haben. Es richtet sich nicht an die Fahrdienstleiter und es richtet sich auch nicht an Veteranen, die TD2 schon gut kennen. Das ist wirklich für Neueinsteiger. Also da ist sonst nichts Neues dabei für die, was hier schon ein bisschen länger fahren. Okay, für den Multiplayer haben wir natürlich hier natürlich den Punkt Multiplayer, Driver Mode. Und dann wird man als allererstes hier von dem Screen hier begrüßt. Das sind einerseits hier die ganzen Stationen, die so aktiv sind und welche auch ein Spawn offen haben. Da haben wir hier unterschiedliche. TOW zum Beispiel, das ist hier für Güterzüge. POSP, das ist für Personenzüge. Lutz ist eine einzelne Lok. Osobowie ist auch wieder ein Personenzug. Beim Allspawn können grundsätzlich alle Züge hier reinspawnen. Und mal schauen, ob wir sonst noch irgendwann speziellen hier drin haben. Da Lok wäre auch nochmal so eine einzelne Lok. Spanning-Lok ist, glaube ich, das muss ich mal selber nachgucken. Dieseltriebwagen, genau. Und das war's hier. Bei den Stationen, da ist einfach kein Spawn momentan offen. Da könnt ihr draufklicken. Fahrdienstleiter bekommt dann eine Info und dann, wenn er denn möchte, dann macht er die Spawns dann auf. Alle weiteren Abkürzungen dazu findet ihr zum Beispiel auf unserem Discord-Server. Den blende ich jetzt mal hier kurz ein. Und da haben wir hier die Kategorie TD2 Signal und den Knowledge Base. Das ist ein richtig gutes Ding, da sind alle wichtigen Sachen drin, die man so braucht. Unter anderem zum Beispiel die hier, die ganzen TD2 Spawns, da ist das hier auch nochmal aufgeführt. Alles, Lutz, einzelne Lok, Lutz E, einzelne Lok mit elektrischem Antrieb, Lutz S, mit Diesel, TOW, ECT ist ein Triebwagen, also Elektrotriebwagen, SCT, Dieseltriebzug und so weiter. Hier nochmal so als Beispiel. Okay. Das wäre mal die Info. Jetzt ist die Frage, was nutze ich denn für einen Zug? Dafür hat man hier da oben die ganze Auswahl. Das sind alles die Züge, die vom Spiel schon von sich aus kommen, wo ihr euch da nicht weiter Gedanken machen müsst über die Zuganalyse, denn die steht da eigentlich schon hier drin, im Namen hier drin. Also zum Beispiel hier ET41, VMAX 70, 650 Meter lang, 2261 Tonnen. Da fehlt jetzt in der Zuganalyse noch, was fahrt ihr? Also natürlich irgendwie ein Güterzug, eh klar in dem Falle. Und dann, wie lang fahrt ihr noch? So, den kommen wir noch. Das Ganze hier, da haben wir hier den Triebwagen, den Kiebel. Die fahren halt alle 110, nicht schneller. Dann haben wir hier die ganz unterschiedlichen Passagierzüge mit einer EP07, EP08, EP09 etc. Dazu sei noch eins gesagt, alle EP-Fahrzeuge, also mit P, die Personen, dürfen keine Güterzüge fahren. Die EUs dürfen beides fahren, die ET darf auch beides fahren, aber die EP-Lokomotiven fahren nur Personenzüge oder Leerzüge, eins von beiden. Das so viel zu dem. Wenn ihr sagt, oh, jetzt will ich mir da aber eigentlich irgendwas selber basteln, dann könnt ihr da einfach auf Plus gehen. Wählt euch eure Lieblingslok aus, zum Beispiel die EP09. Second Driver ist eigentlich nur für die EP09 interessant, weil 160 dürft ihr nur mit einer zweiten Person fahren. Ihr könnt es, also ihr könnt das eigentlich bei Standard anmachen, das geht auch bei den anderen Lokomotiven, aber so wirklich wichtig ist es nur für die EP09. Cold Start oder Kalt Start geht nur bei gewissen Lokomotiven, soll aber später mal für mehr Lokomotiven kommen, das mal zu dem. Dann geht sie hier auf Plus und dann habt ihr hier eine Vorschau von den ganzen einzelnen Wagen hier und ihr könnt euch da was zusammenklicken. Ihr könntet theoretisch jetzt hier, ich mache es jetzt einfach mal, hier einen Güterwagen hinzufügen, aber wie gesagt, die EP09 oder generell die EP darf das nicht machen. Also wählt ihr euch da so einen Personenwagen aus, könnt ihr dann nur sagen, was ist die 5 Stück davon, fügt es dann noch was hinzu, das ist den Wagen hier. 3 Stück etc. Und so könnt ihr euch das zusammenbauen. Da gibt es jetzt aber ein paar Sachen zu beachten. Denn einerseits müsst ihr schauen, dass das Gewicht, das Maximalgewicht von dem Personenzug nicht übersteigt und auch die Maximallänge von dem Personenzug in dem Fall
nicht überschreitet. Für einen Personenzug wäre die Maximallänge 350 Meter. Länger darf ein Personenzug nicht sein. Beim Güterzug, glaube ich, sind es 650 Meter. Und da nicht über das hier drüber. Jetzt ist die Frage, wie schwer darf so ein Zug sein? Dafür habe ich was vorbereitet für euch. Und zwar ist es diese Grenzlasttabelle. Die gibt es auch auf meinem Discord-Server zu finden oder im offiziellen Forum. Es ist aber eine sehr vereinfachte Grenzlasttabelle. Ihr habt hier da die EU07. Das gilt jetzt, die linke Spalte hier ist für die Personenzüge. Maximal 650 Tonnen bei einem VMAX von 125. Die EP07 genau das gleiche. EP08 auf 140 dann maximal hier fahren. EP09 800 Tonnen bei 160. AT41 700 bei 125 km/h maximal. Und da nochmal entsprechend die Abstufungen bei der SM42. Egal was hinten dran hängt. Das da ist für Güterzüge. Maximal 4000 Tonnen bei 70 km/h. Oder 2000 Tonnen bei 70 km/h. Das ist sehr vereinfacht und die Geschwindigkeiten gelten jetzt nicht für jeden Zug. Also nur weil jetzt hier steht 125, heißt es nicht, dass euer Zug auch wirklich 125 fahren darf. Denn es ist abhängig von dem, A, natürlich das Gewicht, so also grundsätzlich, und B, das Allerwichtigste, wie schnell dürfen die einzelnen Wagen überhaupt fahren. Wie finde ich das jetzt heraus, wie schnell so ein Wagen fahren darf, wenn ich mir so einen Zug selber zusammenbastel? Es gibt im Wiki, also Wiki TD2 InfoPL, die Fahrzeugübersicht. Und da habt ihr die ganzen einzelnen Fahrzeuge aufgelistet mit den Höchstgeschwindigkeiten. Auch da, hier 140, 125 etc. Wir gehen da mal ein bisschen weiter nach unten. Also die ganzen SM42, die fahren alle gleich schnell. Da die ganzen Kiebel-Varianten, inklusive Foto, wie sie aussehen. Und nach den Kiebel kommen die ganzen Wagen. Und da seht ihr zum Beispiel, der schöne Personenwagen hier, so schön wie er auch ist, der darf nur 80 fahren. Das heißt, eure VMAX richtet sich an den Wagen, der hier am längsamsten fahren kann. Also wenn ihr den rein, drin habt, 80, da macht es dann auch keinen Unterschied, wenn ihr zum Beispiel den hier drin habt, der 120 fährt. Es richtet sich immer nach dem langsamsten. Und so könnt ihr euch das raussuchen, wie schnell die einzelnen Wagen fahren dürfen. Als Fahrdienstleiter übrigens, wenn jemand seine Zuganalyse macht und ihr habt vielleicht ein bisschen Bedenken, wie schnell der wirklich fahren darf, dann könnt ihr hier nochmal nachschauen. Wenn ihr das beim Spawn seht, ihr immer den Namen hier von den Wagen. Und dann könnt ihr da schauen, ja, wie schnell darf der denn eigentlich so fahren. Das gilt auch für die Güterwagen, die sind hier weiter unten. Die allermeisten dürfen hier 100 fahren, aber auch da haben wir Wagen mit 60, 100, 120 etc. Die fahren nicht alle gleich schnell. Das zu beachten, wenn ihr euch einen Zug selber zusammenbaut. Es gibt aber ein kleines Tool, das denkt für euch ein bisschen mit. Und zwar ist es das hier. Das Pozja Donik. Das kann man, ist standardmäßig auf Polnisch, kann man hier auf Englisch umstellen. Link tue ich in die Videobeschreibung rein. Da kann man sich die Züge auch hier zusammen basteln. Wie funktioniert das hier? Wenn man jetzt hier was Offizielles fahren möchte, gibt es hier diese Polish Train Compositions. Da hat man eine ganze Liste von echten Zugkompositionen, die man sich da aussuchen kann. Wenn dann einer dabei ist, der einem gefällt, zum Beispiel den da, dann sieht man hier den Verband, kann man sich den mal anschauen, wie der aussehen würde. Ihr habt da die passende Zugnummer schon. Ihr habt da das Gewicht, da steht auch nochmal da, wie viel maximal eigentlich gehen dürfte, die Länge und VMAX. Ihr könntet jetzt hier Sachen noch verschieben, wenn ihr wollt. Und dann kann man sich das speichern, indem man hier auf Download klickt. Dann schlägt er hier schon einen Standardnamen vor. Ich würde das auch so lassen, weil dann ist es schon mal Teil der Zuganalyse. Und dann wird es heruntergeladen. Wenn man hier auf Download klickt, dann sagt er auch schon, wo man das hin tun muss. Und zwar unter eigene Dokumente, TTSK, Train Driver 2, Presets. Wie sieht das Ganze aus? Ich mache das mal ganz kurz auf. Hier. Und der TTSK, Train Driver 2 Presets, hat diese ganzen Dokumente, da das einfach hier reinkopieren und dann taucht es auch im Spiel entsprechend auf. So viel zu dem. Hier kann man sich dann auch Güterzüge hier zusammen basteln, indem wir jetzt das hier mal auf Reset klicken. Da gibt es hier zum Beispiel diesen Stock Generator. Da kann ich mir aussuchen, was hätte ich denn gern so alles mit dabei.
Ich kann auswählen, wie schwer soll der Zug maximal werden, wie lang soll er vielleicht maximal sein oder wie viel Wagen insgesamt. Zum Beispiel hier sagen 2000 maximal. Und ich möchte, dass der Zug nicht länger als 350 Meter lang ist. Ich möchte das Ganze mit einer ET fahren. Wo haben wir es denn hier? Da. Mal Add New. Und dann kann ich jetzt hier sagen Generate. Und dann macht das hier mit Beladung oder Generate Empty, nur mit Leerwagen. Und dann habe ich auch das hier so zusammen. Das macht er dann hier recht wild. Und kann dann auch hier wieder sagen Download. Und da sagt er auch hier, 582 Tonnen ist er schwer, 348 Meter so lang, Vmax theoretisch 100. Das heißt, man sollte trotzdem nochmal selber nachschauen, gerade beim Güterzug darf der wirklich 100 fahren, weil gerade mit Beladung, wenn wir das hier nochmal neu machen. Na gut, jetzt hat er hier 1000 Tonnen, aber wenn er hier zum Beispiel 3000 Tonnen hätte, dann würde ich vielleicht nicht mit einem Vmax von 100 fahren, sondern zum Beispiel 80 oder 70 in dem Fall. Okay, das mal zu dem kleinen Tool hier drin. Da könnt ihr ein bisschen rumspielen, ist ein bisschen schöner. Das gleich mit der Beladung zeige ich euch das Ganze auch nochmal in-game. Wenn man jetzt hier auf Multiplayer geht, Driver Mode, sich da was Neues bastelt. Bei diesen Güterwagen, nehmen wir zum Beispiel den hier, da kann man hier die Beladung auswählen. Das ist jetzt quasi nur das Maß 40. Aber zum Beispiel bei, haben wir es denn, was nehmen wir denn hier, nochmal so ein. Da könnt ihr dann den Typ noch auswählen, ob das Kohle, Erz, Sand ist, Stein etc. oder in dem Sinne so Metallmüll. Und dann habt ihr da die Beladung. Das Gewicht hier oben tut sich erst anpassen, wenn ihr hier eine Lok ausgewählt habt. Zum Beispiel hier ET41. Und wenn ich jetzt hier das mit dem Scrap wieder wegmache, hat sich das Gewicht auch wieder angepasst. Da seht ihr das Ganze hier oben. Und ich empfehle euch, wenn ihr da das benennt, macht immer den Loknamen mit rein, die Länge, das Gewicht und euer Vmax. Dann habt ihr das immer hier schon sauber mit drin. Okay, das wäre erstmal grundsätzlich zu dem, wie man sich jetzt hier den Zug auswählt oder selber zusammenstellt. Was ist denn noch wichtig für die Multiplayer? Die Zugnummer an sich. Für die Zugnummer gibt es ein paar Regeln. Ich werde mal eine kleine Übersicht einblenden. Das ist die alte Übersicht noch. Ihr seht da zum Beispiel die Expresszüge. Die haben 4 Stellen als Zugnummer. Dann eigentlich alle anderen Personenzüge haben 5 Stellen. Und Leerzüge oder Güterzüge haben hier 6 Stellen. Hier habt ihr auch die Übersicht an den Kürzeln, wie die einzelnen Züge heißen. Express zum Beispiel ist ein EE, mit einem Triebwagen wäre es ein EIJ. An der Stelle mit dem Giebel fährt man keinen Express. Und das Ganze nochmal hier mit Diesel. Da zum Beispiel regionaler Personenzug an Osterburwi, mit einer Lok ist ein ROE, mit einem Triebwagen ROJ und so weiter. Rettungszüge gibt es auch nicht, wird nicht gefahren. Nur so nebenbei. Aber auch dieses Bild findet ihr auf meinem Discord-Server in der Knowledge Base. Oder ansonsten macht ihr auch hier einen Screenshot. Das ist der Stand jetzt. Mit den Zugnummern gibt es aber demnächst ein neues Reglement, was man beachten sollte. Dazu gibt es einen Forumsbeitrag. Und zwar ist es der hier von der lieben Pepsi. New Train Categories in the Simulator. Stand von dem Video sind die ganzen Kategorien noch nicht drin. Können aber noch kommen. Und dann habt ihr hier die Beschreibung, was hier was ist, wie das Kürzel dazu ist und was die für Nummern haben soll. Das gleiche auch mit den Güterzügen, Domestic Freight Trains und mit der Lokalleinfahrt etc. Es gibt dann hier noch Sachen zu beachten bezüglich der Zugnummer. Zum Beispiel beim Güterzug, da muss zum Beispiel, wenn es jetzt ein International Mass Freight Train ist, muss die dritte Stelle eine 1 hier drin haben. Oder zum Beispiel hier, bei den Sachen ist es eine 2, eine 4, eine 3. Alle anderen könnt ihr euch frei aussuchen. Es ist aber quasi hier, an der dritten Stelle muss dann hier bei den eine 5 sein, beim Empty Freight Train zum Beispiel. Okay, das gleiche gilt dann auch für Personenzüge. Da sieht es aber ein bisschen anders aus. Und zwar müssen einfach die letzten 3 Zahlen im Range, in dem Sinn von 001 oder 049 sein.
Das ist je nach Gattung anders. Das Ganze steht auch nochmal hier unten drin. Genau, der Satz hier. Das kommt noch. Also da müsst ihr dann drauf schauen, dass eure Zugnummer entsprechend richtig ist. Ansonsten, ihr habt es auch hier bei dem Tool hier, so ein Number Generator. Da könnt ihr euch zum Beispiel was Schönes aussuchen. Der generiert euch da eine schöne Zugnummer. So, so viel zum Thema Zugnummern. Was ist noch wichtig? Bevor man mit dem Multiplayer überhaupt anfängt, sollte man sich die Train Driver 2 Instruction anschauen im Wiki. Signal dazu auch in der Videobeschreibung. Da geht es vor allem darum, was die ganzen einzelnen Signale so bedeuten. Das ist eine Sache von auswendig lernen. Lest euch das mal gut durch, inklusive was die Rangiersignale bedeuten. Dann diverse Vorsignale, Bahnübergangssignale, was die bedeuten und was man bei den unterschiedlichen Pfeiftafeln machen soll, etc. Oder Gegenlicht. Auch das braucht man immer wieder im Multiplayer. Die Seite einfach auswendig lernen. So gut es geht. Wer schon von ein bisschen von der Bank kommt, der kennt das meiste hier drin schon. Aber auf das hier wird im Multiplayer geachtet. Also nehmt euch da mal eine Stunde, zwei mindestens und lest euch das hier mal durch. Es ist nicht alles hier auf Deutsch übersetzt. Also ihr könnt es ja ganz oben Deutsch, Englisch, Polnisch einstellen. Geht am besten her und sagt mit dem Browser nochmal übersetzen. Oder nutzt Google Translate. Zum Thema Google Translate. Es wird vorkommen, dass ein Fahrdienstleiter mit euch nicht in Englisch schreibt. Deutsch noch viel weniger, das ist noch viel seltener, aber nicht Englisch schreibt, sondern in Polnisch. Installiert auf eurem Handy, wenn ihr nicht Polnisch könnt, die App Google Lens beispielsweise, dann könnt ihr dann einfach auf den Chat hingehen und der übersetzt es euch. In der Regel könnt ihr auf Englisch antworten, aber auch nicht immer. Also da habt ihr dann auf dem Rechner Google Translate offen und dann könnt ihr entsprechend antworten. Aber Englisch solltet ihr auf jeden Fall können. Denn wenn ihr auch kein Englisch könnt, dann wird es schwierig in TD2. Wenn ihr euch für eine Station entschieden habt, wo ihr spawnen möchtet, wird das erste sein, was ihr tun müsst, das Radio einschalten. Das ist hier links unten. Da hat es den Knopf hier ganz links. Power, das Lämpchen geht an. Und dann habt ihr hier noch eine Lautstärkeregelung für den Chat. Könnt ihr da verändern, wie ihr das haben möchtet. Und dann habt ihr auch den Chat-Sound, wenn hier jemand was schreit. Und Radio Stop funktioniert dann. Radio Stop drückt man übrigens nur im Notfall, wenn Gefahr im Verzug ist. Ansonsten drückt man das nicht. Beziehungsweise eure Lok reagiert auf Radio Stop, wenn es jemand anders drückt. Also immer einschalten, nicht auslassen. Gut, wenn das an ist, ist das nächste der guten Dinge. Entweder dem Fahrdienstleiter gerade direkt Hallo sagen oder er hat euch schon Hallo geschrieben und er hätte dann gern eure Zuganalyse. Eine saubere Zuganalyse besteht aus 6 Dingen. Und zwar ist es einerseits die Lok, was fahrt ihr überhaupt? Wie lang ist euer Zug? Was ist das Gewicht? Was ist das Fahrmax? Art des Fahrplans, also soll es ein Express sein, soll es ein Osobobi sein? Ist es ein Güterzug, ist es eine Lokleerfahrt etc. Und Länge des Fahrplans. Also soll es eine Stunde lang gehen, soll es eine halbe Stunde, 3 Stunden sein etc. Letzteres solltet ihr wirklich immer mit dazu schreiben. Weil gerade wenn ihr sagt, ich gebe nur das hier mit. Und dann macht euch zum Beispiel einen Express-Fahrplan für 3 Stunden, das er von Hand gemacht hat. Und ihr sagt dann, nachdem er fertig ist, ja nee, ich will eigentlich nur eine Stunde fahren. Dann darf er die ganze Arbeit nochmal neu machen. Also inkludiert immer diese 6 Sachen. Und es kam schon die Frage, warum muss ich das Ganze eigentlich mit angeben? Sieht der Fahrdienstleiter nicht mit, was ich hier reingekommen bin? Ja, sieht er, steht im Chat dann drin. Aber es ist eure Aufgabe, ihm zu sagen, wie schnell ihr seid und was ihr machen wollt und wie lang. Und er kann das dann natürlich dann nachkontrollieren, wenn er jetzt den Verdacht hat, da kann irgendwas nicht stimmen mit der Zuganalyse, aber es ist euer Job, das fertig vorzubereiten und er kontrolliert es dann nochmal nach in SWDR, wenn er den Fahrplan gemacht hat. Also immer diese 6 Sachen mit angeben und vor allem die Sachen sind gerade bei diesen Presets ja schon im Namen mit drin und das hier müsst ihr euch selber aussuchen. Wenn ihr jetzt noch super, super toll drauf seid,
dann tut ihr euch die richtige Zugnummer schon mal eintragen, bevor ihr überhaupt in der Szenerie reinkommt. Wo mache ich das? Gehe in die Settings, gehe unter Game und wähle hier die Zugnummer aus. Und dann sehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wäre dann in meinem Fall jetzt eine Leerfahrt dann oder so. Hier, das wäre alles andere als wie Express. Express, 4 Stellen. Gebt sie da ein. Was ihr nicht tun solltet, ist, dass wenn ihr gespawnt seid, ihr die Analyse rausgegeben habt und eher so einen Fahrplan machen, tut es dann nicht die Nummer ändern, außer er sagt es euch. Also idealerweise, bevor ihr überhaupt reinkommt, habt ihr schon die richtige Nummer. Okay, jetzt mal zu dem. Fahrdienstleiter wird euch dann die entsprechenden Fahrplan dann machen. Wenn ihr Personenzug seid, dann seid zum Beispiel wie ich jetzt hier, nicht am Perron, dann heißt es dann, ja, Manöver zum Perron hier unten hin. Er ist da unten eigentlich. Nicht da. Und entsprechend müsst ihr dann Rangierlicht anmachen. Der steht im Wiki drin, was das Rangierlicht ist. Und dann fahrt ihr da runter und fährt los. Ein kleiner Irrglaube ist, dass man bei einem PH-Personenstopp zu früh abfahren darf. Dem ist nicht so. Wenn in dem Fahrplan drin steht, ihr fahrt um 10.15 Uhr weg, dann fahrt ihr um 10.15 Uhr weg und nicht eine Minute früher oder sonst irgendwie. Und ihr braucht auch gar nicht zu fragen, darf ich früher wegfahren? Es ist ein Reglement, dass der PH eingehalten werden muss. Da wird nicht früher abgefahren. Das Einzige, wo das geht, ist zum Beispiel ein PT im Fahrplan. Das ist ein technischer Halt. Den kann man einhalten oder auch nicht. Denn wenn es verkehrstechnisch zulässt und ihr das auch wollt, dann kann der Fahrdienstleiter euch einfach durchschicken. Aber PH ist absolut verpflichtend. Solltet ihr eine Verspätung haben, dann ist das Reglement, dass ihr mindestens eine Minute stehen bleiben sollt. Nach dieser Minute dürft ihr losfahren, sofern das Signal Fahrt zeigt. Und bevor ihr dann zum Beispiel sagt, ihr werdet jetzt von einem anderen Zug verspätet, die Regelung für den Fahrdienstleiter ist pünktlicher Zug vor verspäteten Zug. Und dann geht es von der Kategorie von oben nach unten. Sprich, Express hat die höchste Priorität und da ist es so, als quasi pünktlicher Express vor verspäteten Express. Dann kommen die MPEs bzw. die, sagen wir mal, die Eurocities pünktlich vor verspätet und dann Regionalzug pünktlich vor verspäteter und dann Güterzüge und Lokleerfahrten. Und so vereinfacht jetzt mal gesagt nach unten. Okay. Was muss man denn noch wissen an Stopptypen? Und zwar wäre es noch der PM. PM ist Manöver. Das heißt, ihr müsst die Lok umsetzen auf die andere Seite. Je nach Bahnhof ist es dann unterschiedlich. Zum Beispiel Ligo, da kann es dann sein, dass euch die Wagen kurz weggenommen werden. Ihr müsst dann rausfahren und wieder retour. Entsprechend habt ihr dann auch die Signallehre. Ihr solltet wissen, was die Signale heißen und was die Rangiersignale bedeuten oder wie weit ihr da fahren dürft. Blau heißt meistens anhalten. Wie tut man denn jetzt hier richtig abkuppeln? Fehler Nummer 1, was gern passiert, ist, dass die Wagen nicht eingebremst werden, wenn man abkuppelt. Wenn ihr die Wagen nicht einbremst und ihr wollt ja wieder ranfahren, dann können euch die Wagen wegrollen. Wenn ihr auf einer Station seid mit einem Gefälle, dann können auch da die Wagen euch wegrollen. Also immer einbremsen. Wir machen das jetzt hier einmal. Wir gehen jetzt in die Lok rein. Ich werde jetzt mal hier wieder anfeuern. So. Ja, so viel zum Anfeuern. Jetzt. Okay. Also, angenommen, wir müssen jetzt hier Manöver machen. Wir tun jetzt mal einbremsen. Gehen wir hier auf die 2 runter. Lok bremsen wir jetzt auch. Steigen dann aus. Und dann haben wir hier Bremsleitungen und hier die Kupplung. Und dann machen wir hier das zuerst mal auf. Ich gehe mal aus dem zum Aufmachen. Warten, bis er mit der Animation hier fertig ist. Gleich hier machen wir auch hier. Und dann hier. Es kann sein, dass das nicht reagiert. Was ihr dann machen müsst, ihr geht dann einfach auf die andere Seite. Und dann in der Regel reagiert.
So. Das wäre soweit ready. Wir können die Bremsen jetzt wieder lösen. Dauert noch einen kleinen Moment. Na komm. So. Mal jetzt mal ein Stück nach vor. So, halten wir gerade schon wieder an. So, und wenn ich jetzt hier wieder ankuppeln möchte, dass die gehen dann in den anderen Führerstand rein, gehe ich entsprechend nach vorne. So. Und dann schaut sie, dass er damit maximal 3 bis 4 km/h hinfahrt. Ja, habe ich das hier wieder vergessen. Also seid da wirklich langsam. Jetzt zum Beispiel mit der Außenkamera hier hingehen und das mal ein bisschen beobachten. Ganz langsam ran. Und wenn ihr dann da dran seid, geht nochmal in die erste Stufe rein. Schaut, dass die Lok hier ruhig wird, dass ihr wirklich dran bleibt. Bremse auf 1, Leistung wegnehmen. Dann seid ihr garantiert hier dran. Okay. Und dann das gleiche Spiel hier wieder nochmal. Ne? Linke Maus aus jetzt zum Kuppeln. Warten, bis er hier fertig ist. So. Und das gleiche Spiel hier. So. Was dann einige Leute auch gern vergessen, ist den Zugschluss auf der anderen Seite wieder anmachen. Das heißt, ihr müsst dann effektiv einmal komplett entlang laufen. Je nachdem, wie lang der Zug ist, dauert es halt einen kleinen Moment, bis man am anderen Ende ist. Dum, 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 dum. Gleich haben wir es geschafft. Und dann haben wir hier den Zugschluss. Und dann klickt man hier einfach drauf und kann entsprechend an- oder ausmachen. Bei manchen Wagen ist die Hitbox dafür weiter da oben. Da müsst ihr ein bisschen experimentieren. Aber irgendwann sollte das dann auftauchen und dann schaut sie, dass euer Zugschluss entsprechend an ist. Okay, das wäre das mal zu dem. Es gibt im Fahrplan auch noch diverse andere Abkürzungen, eine ganze Auflistung von den Abkürzungen. Findet ihr auch beispielsweise auf Discord-Server, Abkürzungen PKP. Da hier in Polnisch, PH, PM etc. Aber die wichtigsten sind wirklich PH, Personenstopp, PT, technischer Halt, PM ist dann Manöver. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wirklich in den Multiplayer rein, machen das Ganze in echt und fahren eine kleine Runde und werden dann da nochmal die Einzelheiten durchgehen. So, jetzt geht es in den echten Multiplayer rein. Ich habe mir jetzt hier die EN750 1914 ausgesucht. Habe mir hier schon quasi meine Zuganalyse hier reingeschrieben. VMAX 110, Steiner dürfen die nicht. Und was ich damit fahren will, also Osobowi, Pisponi. Und ja, klar, ich habe gesagt, bei der Zuganalyse kommt auch noch die Länge und Gewicht mit dazu. Nachdem das aber bei jedem Triebwagen genau gleich ist, beziehungsweise der Doppelvariante mal 2, braucht der FDL da eigentlich... Eigentlich braucht er noch nicht mal das VMAX, aber das gehen wir mit dazu. Braucht er noch einfach, wie was für eine Zugkategorie du fahren willst. Und wenn man jetzt ganz faul ist, dann schreibt man noch rein, wie lang. Ich möchte jetzt hier maximal eine halbe Stunde fahren. So mache ich das. Das müsst ihr so nicht machen. Aber dann habe ich das für mich dann quasi jedes Mal schon fertig. Zugnummer habe ich bereits angepasst. Und jetzt suchen wir uns hier mal eine schöne Station aus. Wo gehen wir denn rein? Was ist denn was Schönes? Gehen wir zum Beispiel hier noch Edmonis zum Nuam RL. Und da wird auch schon reingeladen. Ah, ich habe Refresh nicht angehabt, mein Fehler. Dann, was hätte man denn sonst noch? Was ist denn schön? Da, da hätte es sogar einen eigenen Spawn für einen Triebwagen. Ein Maybot. Möchte ich jetzt da oder wir gehen Lisco.
Vasilkov, Grabo, so viel Auswahl. Gehen wir doch mal nach Utwoko ECT. Triebwagen, der perfekte Spawn dafür. So, dann, da waren wir jetzt auch hier schon drin. Da ist sogar noch jemand anderes drin. Und normalerweise müsste man jetzt hier das Radio anmachen. Das ist aber beim Triebwagen hier schon Standard mit an. Also, was machen wir? Ich schreibe jetzt hier schon mal auf Deutsch, weil ich weiß, dass er Deutsch ist. Guten Morgen. Und gleich im Anschluss die Zuckeranalyse. In 57, warum sind wir 10 oder so? 30 Minuten. Dann, nachdem wir hier rangieren müssen, nach da vorne, mache ich schon mal das Rangierlicht an. Das heißt, rechts weiß. Das gleiche im anderen Führerstand. Und da ist es in dem Sinn links weiß, weil wir sitzen hier auf der linken Seite, aus der Sicht jetzt gesehen. Und dann wären wir theoretisch ready. So. Da können wir nochmal draußen kontrollieren. Sieht gut aus und wir dürfen schon mal rangieren. So, dann kann man hier die Kamera noch mal ein bisschen einstellen. Mit WASD, wie man es denn gerne haben hätte. Mit Steuerung 1 für die Ansicht kann man sich dann hier speichern. Also 1 deswegen, weil das hier die 1er Ansicht ist. Das gleiche kann ich auch mit 2 machen, nochmal verstellen und dann Steuerung 2 etc. Ja, wir rangieren nicht schneller als wie 25. Außer der FDL gibt uns explizit die Erlaubnis dafür, aber ist das jetzt sowieso nicht notwendig. So, dann bis zum Ende vor dem Gleis. So, ich würde sagen, das ist mal gut genug. Wir machen rechts weiß aus, machen die roten Lichter hier an. So, einmal so. Und dann wären wir hier fertig. Einmal anderer Führerstand. Machen mittig und rechts hier an. So, du gehst wieder hier hin. Vorwärts. Machen die Türen auf. Perfekt. Und dann können wir jetzt hier noch Passenger Licht mit anmachen, Destination Board, Passenger Heating und mehr braucht es nicht. Gehen wir nochmal nach draußen, nochmal kurz kontrollieren. Das sieht gut aus. Türen sind auf der Seite offen. Theoretisch können wir auch von der Seite noch mit aufmachen. Und Zugschluss ist auch soweit richtig. So, wir sollen mal die Nummer ändern. Das machen wir. Kann schon sein, dass man mal mit einer Nummer nicht auftaucht. Machen wir einfach eine 51 draus. So. Und fertig. So, ich leuchte mal hier auch nicht mehr an. Okay, dann würde ich sagen, mache ich für euch erstmal hier einen kleinen Cut. Wir warten, bis der Fahrplan hier kommt. Und dann geht's auch schon los. So, wir haben unseren Fahrplan bekommen. Um 11.06 Uhr ist die Abfahrt. Zwiderk haben wir den ersten Halt. Und dann erst ins Strumien wieder. Und dann geht's hier ein bisschen weiter. Okay. Das ist theoretisch die Höchstgeschwindigkeit auf den Abschnitt hier drin. Dass wir höchstens fahren dürfen. Hier 90. Und da eben PH, Personenhalt. PO ist quasi ein kleiner Posten. PDG, Übergang auch. Abkürzungen, wie gesagt, habe ich euch vorher kurz gezeigt, aber für uns interessant, die PHs.
Und dann dürfen wir jetzt auch gleich schon losfahren. Machen wir hier mal die Türen zu. Jetzt fehlt nur noch die Ausfahrt. Ui. Schon nochmal Verspätung. Müssen wir die Bremsen ganz lösen. Holen darf man das ja machen. Auf Rot zufahren. Ausfahrt, keine Ausfahrt. Ausfahrt. Gut, los geht's. Sobald wir dann hier auf der Strecke sind, können wir Gas geben. Ach, sie sind hier erlaubt. Und da wird auch schon der nächste Bahnhof, also Bahnsteig, angekündigt. Den wir gleich halten müssen. Ja, da vorne ist er. Nicht das Schönste anhalten. Wir machen die Türen auf. So, da. Und jetzt wäre es dann eigentlich eine Minute warten. Können wir mal kurz rausschauen. Wir sind offen. Und es ist auch die Station, wo wir hier halten müssen. Theoretisch. Hätten wir jetzt die Abfahrt. So, wir kürzen das mal ein bisschen ab. Den kleinen Bahnsteig hier. Und das ist optional, aber wenn ihr soweit zufrieden seid mit eurem Fahrdienstleiter, gebt einen Daumen nach oben und dann könnt ihr nur noch sagen, zum Beispiel, habt noch eine gute Schicht. Oder, wenn jetzt jemand ist, den ihr vielleicht nicht kennt, oder es ist jemand, der nur Polnisch spricht, dann könnt ihr auch einfach nur Plus Plus machen. Oder auch gar nicht. Aber die Höflichkeitsform ja schon, wenn man reinkommt, wenn man sagt Vitam oder Hallo und dann zum Schluss einmal kurz Bus, bevor man die Szenerie verlässt. Tja, das war's. Unser nächster Halt ist in Strumien. Mit Halt um 11.18 Uhr. Braucht nur ein klein wenig, bis der Kiebel hier auf Geschwindigkeit kommt. Ja. Zum Beispiel, er hat jetzt einfach da meine Zugnummer, plus plus heißt das ja. Heavy mit mir ist soweit gewesen. Wenn ihr da ein Minus bekommt, dann habt ihr irgendwas grundsätzlich falsch gemacht. Aber wenn ihr gerade den Status L oder 2 habt, 3, vielleicht auch noch, dann sind die in der Regel mit euch nachsichtig. Die wissen, dass ihr da
erst anfängt. Aber grobe Fehler solltet ihr halt, wenn möglich, nicht machen. So, es gibt auch noch den Fall, dass zum Beispiel die nächste Station offline ist. So, also auch erstmal. Normalerweise könnt ihr jetzt einfach sagen, wie Tam. Also jetzt einfach mal Hallo, weil es ein Deutscher ist. So, es kann sein, dass die nächste Station offline ist. Dann wird er euch auf Ersatzsignal da durchschicken. Aber Ersatzsignal mit maximal 40 vorbeitunnen. Und wenn ihr dann in der Offline-Szenerie seid, dann wird erstmal per Standard keine Einfahrt da sein. Und dann müsst ihr ZEW3 drücken. Das ist ein eigener Hotkey. So. Geht einmal wegen Bauarbeiten auf das Leaky Gleis. Ah, okay. Und wenn ihr dann ZEW3 gedrückt habt, dann bekommt ihr automatisch die Einfahrt und auch schon die Ausfahrt. Aber ihr dürft dann nicht einfach direkt losfahren, sondern ihr müsst quasi im SWDR erst den nächsten Fahrdienstleiter nach der Offline-Szenerie fragen, ja, darf ich dann überhaupt einfahren? Boah, das sportliche Mittenbremsen. Und wie macht man das? Man gibt dann hier einfach /SWDR ein, gibt die Zugnummer an, was man hat. Zum Beispiel offline in, zum Beispiel on Niki, und dann can I continue, was halt auch immer die nächste Station ist. Es kann sein, dass ihr das mehrmals schreiben müsst. Also ihr schreibt es mal rein, wartet mal 2-3 Minuten, wenn nichts kommt, schreibt es das gleiche nochmal rein. Könnt ihr aber, wenn ihr reinklickt, einfach mit dem Pfeiltaste nach oben, da kommt der letzte Text nochmal. Und dann, wenn ihr das okay habt, dann dürft ihr den Bahnhof verlassen aus dem Offline. So, wir müssen jetzt hier Gegengleislicht anmachen, das heißt links weiß aus, links rot an. Und wir haben den Pfeiftaufen hier. Ja, gleich nochmal. Und weiter geht's. Wenn ihr das dann richtig geschrieben habt mit dem /SWDR, dann ist euer Text hier in grün. Und wenn euch jemand aus SWDR schreibt, ebenfalls in grün. Da steht ja tatsächlich was rum. Interessant. Schmutig sowas. Auch wenn viel Verkehr ist. Aber ich denke mal, es wird jetzt momentan relativ ruhig sein. Da stehen schon die nächsten Sachen hier rum. Okay, mal Gegengleislicht wieder ausmachen. Und volle Leistung. Ja, das wird nichts mehr mit pünktlich fahren heute.
Ja, wir haben halt alles leider sehr kurze PHs. Keiner, der ein paar Minuten länger geht. Da ist natürlich schwierig, mit der Zeit wieder einzuholen. Stellwerk IN. Das müsste die Bina dann gewesen sein. Machen wir hier mal langsamer. Jetzt sollten wir eigentlich da sein. Naja, könnte schlimmer sein mit der Verspätung. Also, bin schon mit 1,5 Stunden Verspätung umgefahren. Hat eigentlich auch noch was, wenn man mit so einer riesen Verspätung fährt, wenn man dann halt irgendwie durchgequetscht wird mit den pünktlichen Zügen. Okay, ich würde sagen, an der Stelle gibt es auch mal einen Cut, bis wir kurz vor Sandomiert sind. Dann gibt es noch mal ein paar Eigenheiten fürs Tutorial und dann gehen wir auch das mit der Offline-Fahrt nochmal durch. Bis dahin, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir jetzt wieder in unserer EP09. Den letzten Fahrplan habe ich nicht fertig gefahren, denn ich habe ganz übersehen, da war eine Person halt drin mit über 1/2 Stunde. Das wollte ich dann nicht machen und habe ihn dann gebeten, meinen Fahrplan zu löschen. Das ist auch ganz gutes Thema. Ihr dürft es mit einem aktiven Fahrplan nicht einfach gehen. Ihr müsst den Fahrdienstleiter, wo ihr gerade seid, fragen, ob er euch den Fahrplan bitte löschen kann. Also zum Beispiel, can you please delete my TT, könnt ihr da schreiben. Das ist der Fahrplan oder einfach mein Timetable. I have to go oder sowas. In der Regel sagt er euch dann ja. Ihr könnt es dann gehen, beziehungsweise ihr müsst dann bis in die Station reinfahren, in der Station anhalten und dann könnt ihr rausgehen. Wenn ihr dann rausgeht, dann kommt in der Mitte noch so ein Pop-Up-Fenster, wo nochmal gewarnt wird, hey, ihr dürft mit aktiven Fahrplan nicht gehen. Bitte einen Grund reinschreiben. Da könnt ihr dann reinschreiben, ja, Fahrplan gelöscht. Und das war es dann auch schon wieder. Wenn ihr bei der letzten Station seid, dann kommt dieses Pop-Up nicht mehr. Was dann aber gern gefragt wird, ist es zum Beispiel Cognac, glaube ich, schreiben wir es. So. Das heißt, so viel wie, wirst du hier enden, ja oder nein? Oder do you end here, yes or no? Da könntest du zum Beispiel sagen, ja, du musst hier enden. Und wenn du dann den letzten Halt hast, also wenn du auf dem Perron hingefahren bist oder als Güterzug dann hier auf das Abstiegleiter bist, dann könnt ihr einfach gehen. Ihr müsst nicht nochmal warten. Außer ihr möchtet nochmal einen neuen Fahrplan haben, dann sagt sie ja, okay, neu. Dann fahrt sie bis zum Perron hin. Macht es einen Personenhalt, bis sie hier aufs Abstellgleis hin, gebt dann wieder die nächste Zuganalyse, was ihr machen wollt, und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los.
So viel mal zu dem. So, aber das Thema Offline-Fahren machen wir jetzt nochmal. Also, wenn man jetzt hier in die offene Szenerie reinfahren würde, dann sagt er zum Beispiel, wenn jetzt die nächste Station Oniki ist, dann sagt er ja Oniki Offline SZ. Das heißt, okay, ihr kriegt das Satzsignal, ihr fahrt Oniki rein. Ihr fahrt dann also in Oniki rein, ihr habt dann keine Einfahrt, das heißt, ihr drückt es dann einmal F6 für ZEW3 und dann sollte der Autodispatcher angehen. Das ist dann dieser Dummy-Dispatcher. Ihr bleibt dann in der Station stehen und schreibt dann SWDR, wie gesagt, nochmal. Also sie eure Zugnummer, 1234, offline in Oniki, can I continue? Wenn ihr nicht wisst, wie die nächste Station genau heißt, oder wenn ihr es gerade wisst, wie die nächste Station heißt, can I continue to, also sie, Jeremy. Sieht dann so aus. Dann eben mindestens mal 2 Minuten warten oder 3 Minuten, schauen, dass eine Antwort kommt, und wenn die Antwort heißt, dann ja, dann können sie losfahren, ansonsten warten. Und eben, wenn ihr das nochmal wieder schreiben wollt, Pfeil hier nach oben, habt ihr den Text wieder drin und dann könnt ihr das nochmal hier so reinschreiben. Tut es aber nicht spammen, also wartest mindestens 2-3 Minuten, bevor ihr wieder eine Anfrage macht. Es kommt dann schon jemand, der dann sagt, okay, passt. Was ist, wenn die nächste Station auch offline ist? Auch das kommt vor. Ja, dann, wenn das in SWDR euch jemand schreibt, dann könnt ihr einfach losfahren und wiederholt das Ganze in der nächsten Station wieder. Was ist, wenn die letzte Station offline ist? Dann habt ihr insofern Pech, dass euer Fahrplan nicht abgestempelt werden kann. Aber ihr könnt in der Station einfach reinfahren, ZEW machen und dann auf eurer Zielstation enden oder direkt rausgehen. Also ich würde euch aber ersteres empfehlen, dass ihr euren Halt macht und dann raus. Ist dann ein bisschen blöd, dass der Fahrplan dann halt nicht gewertet ist, aber das kommt vor. Das sind soweit die wichtigsten Grundlagen für Multiplayer-Fahren. Wie gesagt, Übersetzer immer mit dabei haben, mit Google Lens oder auf dem Desktop installiert, dass ihr euch da ein bisschen auskennt. Schaut euch an, was die Signale bedeuten, was die einzelnen kleinen Schilder bedeuten, was für Rangiersignale es gibt, alles das ist im Wiki drin. Aber das sind so die Basics fürs Multiplayer-Fahren. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein oder kommt auf den Discord-Server, da helfen wir euch gerne. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß in Train Driver 2. Gute Fahrt! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.